Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Bienenstichrollen haben wir heute gemacht. Schnecken mit Mandelfülle und unten in der Auflaufform, da haben wir Mandelblättchen hineingegeben. Die haben wir mit Butter und Zucker zuerst, und nein, nicht mit Butter, mit Sahne, Zucker, haben wir das gekocht und unten in den Auflaufform gegeben. Und da haben wir dann unsere Rohlinge draufgesetzt und gebacken. Und jetzt werden wir mal schauen, ob uns das gelingt, wenn wir das Ganze umdrehen. So. Und schauen wir mal. Voilà. Jawohl, da haben wir unsere Rollen. Herrlich. Und diese Mandelkruste. Das ist total, total super lecker. Das ist genauso wie bei Florentina. Ein bisschen was ist in der Form drinnen geblieben, aber das werden wir jetzt herauskratzen und da oben drauf geben. Vielleicht schauen wir uns das Ganze mal an, wie die ausschauen da. Heiß, aber sehr, sehr gut. Flaumig, locker. Ganz, ganz toll. Also ich glaube, das ist ganz, ganz ein tolles Gebäck geworden. Oh, ist das heiß. Ja, was wir dazu alles gebraucht haben, meine Lieben, das seht ihr hier auf der Zutatenliste. Und dann viel Spaß beim Nachmachen. Wir starten mit dem Hefeteig für unsere Rolls bzw. Schnecken, wie wir heute sagen. Dazu habe ich mir da ein bisschen lauwarmes Wasser in die Schüssel gegeben. Und da geben wir jetzt diese Hefe hinein. Diese Bio-Hefe, die ist ein bisschen dunkler, warum auch immer, und ein bisschen weicher. Interessant. Da sieht man direkt, die bröckelt nicht so wie die andere. Ein bisschen andere Konsistenz. Die geben wir mal da in dieses lauwarme Wasser. Das verrühren wir ein bisschen und da lassen wir es einfach ein bisschen arbeiten. Vielleicht eine Prise Zucker dazugeben. Die Hefe mag gerne ein bisschen Zucker. Dann geht es ein bisschen schneller, das Ganze. Wie gesagt, einfach ein paar Minuten warten, bis es ein bisschen arbeitet. In der Zwischenzeit kann man sich ja schon die restlichen Zutaten alle vorbereiten. Das Mehl habe ich mir schon in die Schüssel gegeben. Da geben wir den Zucker hinein. Dann natürlich Salz. Circa ein Teelöffel kommt da hinein. Dann geben wir ein bisschen Zitronenabrieb hinein. Das mag der Hefeteig auch ganz gerne, ein bisschen Geschmack. Ein bisschen Frische. Dann ein Ei. Die Butter habe ich mir in der Mikrowelle schon flüssig gemacht. Sollte nicht zu heiß sein, einfach nur flüssig machen. Dann geben wir unser Hefegemisch, Wasser-Hefegemisch dazu. Und die Milch. Da lasse ich mal einen kleinen Schluck zurück. Schauen wir zuerst einmal, wie fest das der Teig wird. Das lassen wir insgesamt 10 Minuten kneten dann. Und er sollte einfach die Konsistenz so haben, dass er noch weich ist, aber trotzdem nicht mehr am Schüsselrand kleben bleibt. Unser Teig wird jetzt 10 Minuten ist er jetzt geknetet worden. Und man sieht schon, es bleibt am Schüsselrand fast gar nichts mehr. Und trotzdem ist er so schön weich. Genauso sollte der sein. Dann ist er nämlich dann beim Backen und natürlich, wenn er fertig ist, viel weicher, nicht so trocken. Einfach ganz ein toller Hefeteig. Und
einfach wirklich so lange kneten lassen, bis das so ist. Zuerst ist er natürlich weich und klebt total am Schüsselrand, aber irgendwann löst sich der dann. Und jetzt gehen wir in eine Schüssel heraus. Die habe ich mal leicht bemehlt, die Schüssel. Und da lassen wir den jetzt einfach doppelt so hoch werden. Am besten bei Zimmertemperatur. Gut zugedeckt. Und somit hätten wir unseren ersten Teil fertig. Jetzt kümmern wir uns um die Backform und natürlich um unsere Mandelkruste. Für unsere Mandelkruste habe ich mir da schon eine Pfanne aufgestellt. Am besten geht natürlich eine beschichtete Pfanne für sowas. Und da geben wir mal den Zucker hinein und die Sahne. Die Pfanne ist schon heiß, wie man hört. Das verrühren wir einfach einmal, einfach so lange, bis der Zucker sich gelöst hat. Und dann geben wir unsere Mandelblättchen dazu. Das ist ja immer das total Leckere, oder? Beim Bienenstich. Jeder kennt den Bienenstich. Oben eben diese Mandelkruste. Und wir machen das ganz spannend und geben das zuerst einmal unten hinein in die Form. Also, Zucker hat sich gelöst. Dann geben wir unsere Mandelblättchen dazu. Gut durchrühren. Einfach schauen, dass wirklich gut durchgerührt ist, dass die Mandeln überall mit der Sahne-Zucker-Mischung schön ummantelt sind. Das duftet jetzt schon total herrlich. Ja, Bienenstich, einfach Bienenstich. Das ist ganz was Tolles, ganz was, ja, das kennt man ja auch schon ewig, Bienenstich, oder? Genau wie Florentina, das ist auch so was Tolles. Eigentlich alles, was mit Mandeln zu tun hat, finde ich total super lecker. Lass mal noch 2-3 Minuten ein bisschen köcheln da. Ich habe mir da schon eine Auflaufform, beziehungsweise mein Reindl, wie wir sagen. Das ist immer mein Lieblingsreindl für die Buchteln und für solche Geschichten halt. Aufläufe, wenn man ein bisschen mehr braucht, ist diese Emailrein ganz was Tolles. Da habe ich mir ordentlich Butter hineingegeben. Also schon geschmolzene Butter, damit uns dann unsere Mandeln nicht ankleben. Jetzt schalten wir die Temperatur aus. Es fängt da schon ganz leicht an zu bräunen. Das ist natürlich vom Zucker, der karamellisiert. Und jetzt geben wir das da in unser Reindl. Aufteilen. Das werden wir dann einfach verstreichen da drinnen, damit das überall ist. Damit dann unsere Rolls alle ein bisschen am Mandel Kruste bekommen. Einfach ein bisschen aufteilen und durch die Butter klebt es dann auch nicht an. Es bleibt dann nur auf diesen Hefeteigrollen kleben. Das stellen wir uns jetzt auf die Seite und dann machen wir uns die Fülle. Und jetzt richten wir uns unsere Fülle her. Die Butter, die habe ich mir da schon in der Mikrowelle ein bisschen weich gemacht. Da geben wir jetzt dazu den Zucker, dann Mascarpone, dass das Ganze auch ein bisschen cremig ist dann in der Mitte. Das Ganze ist halt irgendwie ein bisschen saftiger und, ja, und cremiger halt. Wenn man so eine Fülle, ein bisschen einen Frischkäse, Mascarpone, Topfen, irgendwas hineingibt. Das verrühren wir zuerst einmal mit Butter und Zucker, die Mascarpone. Da braucht man gar keinen Mixer oder sonst. Das geht ganz einfach mit dem Kochlöffel oder mit dem Gummimambo. Nur ein bisschen verrühren. Dann haben wir da Mandeln, gemahlene Mandeln. Ich mahle mir die Mandeln immer selber.
weil dann sind sie nicht so fein. Ich mag es ganz gern, wenn ein paar so Stückchen drin sind. Und ein bisschen Amaretto geben wir hinein. Muss man nicht, kann man. Ein Bittermandelaromaöl kann man auch hineingeben. Dann braucht man kein Likör. Das verrühren wir und stellen wir uns einfach auf die Seite und dann brauchen wir eigentlich nur warten, bis unser Hefeteig gegangen ist. Und jetzt schauen wir zu unserem Hefeteig. Der Deckel wölbt sich schon. Jawohl, schön ist er, ganz schön ist er geworden. Den gehen wir jetzt auf die Arbeitsfläche heraus, die wir zuerst ein bisschen bemehlen. Und dann gehen wir den nochmal da heraus. Ein herrlich weicher Teig, ganz elastisch, ganz, ganz toll. Aber wie gesagt, er ist eben ein bisschen weich, deshalb muss man mit ein bisschen Mehl arbeiten. Dann ziehen wir ein bisschen auseinander. Und jetzt werden wir einfach einmal, zweimal falten und noch einmal ein bisschen auseinander drücken. Das tut ihm recht gut. Und dann werden wir mit dem Nudelholz rechteckig ausrollen. Zuerst kann man das natürlich so ein bisschen vorbereiten. So. Und noch einmal und jetzt backt man mit dem Nudelholz. Den haben wir jetzt ca. 50 auf 35 cm ausgerollt und jetzt bestreicht man mit unserer Fülle. Ganz toll ist diese Fülle weich. So. Hat einen herrlichen Duft vom Amaretto und vom Bittermandelöl. Und durch den Butter und Mascarpone macht es das Ganze natürlich etwas geschmeidig. Und jetzt natürlich verstreichen. Und dann rollen wir das Ganze auf. Da sieht man schon, ich habe das ja, wie gesagt, zuerst nicht ganz fein gemahlen, die Mandeln. Und das macht das Ganze irgendwie ein bisschen besser, finde ich, wenn das ein bisschen einen Crunch hat da drinnen. Zu dieser schönen, weichen, flaumigen Creme. Gut, so lassen wir das. Und jetzt rollen wir das auf. Da beginnen wir einfach ein bisschen kleiner. Mit dem Rollen, mit der Teigkarte geht das recht gut. So ein bisschen fein anfangen, gell? Damit wir da kein Luftloch drin haben. Immer wieder ein bisschen nachrollen. Und wenn man dann zwei, dreimal drüber geschlagen hat, dann geht es ganz leicht dahin. Ein herrlich weicher, ganz, ganz toller Hefeteig. Natürlich schauen wir, dass die Naht unten ist. So, und jetzt haben wir da wirklich einen schönen Stritzel. Im Grunde könnte man den jetzt so auch backen. Oder natürlich in eine Kugelhupfform könnte man den auch hineingeben. Gell? Aber wir machen ja unsere Rollen daraus. Da haben wir ja unsere Mandeln schon. Und jetzt einen Augenblick. Geben wir uns das ein bisschen da zu mir näher herunter. Jetzt ein bisschen leichter mit dem Arbeiten. Okay. Schauen, dass wir es ungefähr gleich dick haben. Und dann werden wir da unsere Rollen herunterschneiden. Vielleicht in dieser Stärke. Und
Wie stark ist das jetzt ungefähr, Günther? 5 cm ungefähr. Diese Rollen, die legen wir jetzt dann einfach auf unsere Mandeln da drauf. Das schneiden wir so fertig auf. Ganz herrlich weich sind die. Vielleicht ein ganz kleines bisschen Luft lassen dazwischen, weil, damit sie schön Platz haben. Unsere Rollen drücken wir leicht an und da geben wir jetzt nur ein Geschirrtuch drauf und lassen das Ganze einfach da noch so stehen, bis unser Backofen aufgeheizt ist. Das ist ca. 5 bis 7 Minuten vorbei. 180 Grad Ober-Unterhitze. Jetzt schauen wir mal zu unseren Schnecken bzw. Bienenstichrolls. Also die sind ja wunderschön geworden. Ganz, ganz toll. Und sie füllen natürlich die ganze Form ordentlich aus. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das ist gelungen. Das lassen wir jetzt ganz ein kleines bisschen überkühlen. Und dann werden wir das einfach umdrehen. Und dann schauen wir mal, wie unsere schöne Mandelkruste geworden ist. Ja, das ist sicher wieder ein ganz tolles Gebäck, was jeder mag. Ob zum Frühstück, Nachmittag, zum Kaffee oder zwischendurch als Snack, sowas kann man doch immer essen. Vielleicht hat euch dieses Rezept gefallen, dann bitte, meine Lieben, probiert es aus, macht es noch. Hexerei war es keine. Bis zum nächsten Mal.